Den größten Applaus des Abends, als sie sagte: Ingeborg Bachmann schrieb: Hätten wir die Liebe, hätten wir die Worte, wir bräuchten die Waffen nicht. Mögen unsere Politiker sich das zu Herzen nehmen, darauf warten alle. Ja, wir brauchen eine Politik, die Macht in Liebe verwandelt. Eine Politik, die für die Wähler da ist und nicht für den Machterhalt der Partei. Wir brauchen Politiker, die Lösungen der brennenden Zeitprobleme haben und sie auch aus Liebe zu den Menschen bekannt machen, so wie wir es seit vielen Jahren tun. Aber was haben unsere Politiker bis jetzt zu Wege gebracht? Auf Befehl der EG haben sie 1 Million Bauern ruiniert. Jährlich vernichten sie Lebensmittel im Wert von 30 Milliarden Mark. Ein Verbrechen. Und jetzt? Jetzt wollen sie sogar die Naturheilmittel vom Markt verschwinden lassen, wie aus dem EG-Protokoll vom 4.6.87 hervorgeht. Und warum geht es im Tierschutz und im Umweltschutz nicht vorwärts? Warum wird die Giftflut nach wie vor überhaupt hergestellt? Weil unsere Politiker keine Volksvertreter sind, sondern Vertreter von Interessengruppen. Deshalb verschweigen sie uns auch den Durchbruch in der Krebsforschung. Denn der Krebs ist ein Milliardengeschäft, das niemand ungestraft stören darf. Ein ukrainischer Forscher hat sich die uralten Heilpflanzenerfahrungen zunutze gemacht und seinen Krebs dadurch zurückgebildet. Inzwischen wurden seit 10 Jahren Hunderte von Patienten mit seinem Mittel erfolgreich behandelt. Keiner starb an Krebs. Denn es ist ein Immunmittel, das heißt, die körpereigene Abwehrkraft wird so gestärkt, dass die Zellen wieder in Ordnung kommen. Den Namen darf ich Ihnen nicht nennen, wegen Heilmittelwerbegesetz. Aber wir haben alle Apotheken informiert. Dort erhalten Sie Auskunft. Wegen der Reaktionen soll die klinische Behandlung erfolgen. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt einweisen. Da die Krebslobby die Erfolge bestreitet, obwohl sie klinisch dokumentiert sind, wird es am besten sein, wenn wir eigene Sanatorien eröffnen. Bitte helfen Sie mit durch Ihre Spende auf das Konto Rottet den Krebs aus. Kreissparkasse Nürnberg 264 150. Zahlscheine liegen in allen Banken, Sparkassen und Postämtern. Zur Europawahl sahen Sie eine Sendung der Partei Mündige Bürger.